Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem ersten Video unserer diesjährigen Rollout-Videoreihe. In den kommenden 5 Tagen werden wir jeweils um 18 Uhr ein Video hochladen, um Ihnen alles Wissenswerte über unsere neuen Rennwagen näher zu bringen. Am Samstag, den 5.6., dann lüften wir das größte Geheimnis und Sie sehen zum ersten Mal unseren neuen Rennwagen, den XB021. Nun kurz zu mir. Ich bin Verena Höfler und ich habe diese Saison die Ehre, als Teammanagerin des TooFast Racing Teams unseren Rollout zu eröffnen. Zuerst einmal möchte ich mich bei allen unseren Unterstützern bedanken. Bei unseren Sponsoren, unserer Universität, unseren Freunden und Familien. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, dass diese Saison 2 große Herausforderungen für uns bereithielt. Zum einen, wer hätte es erwartet, natürlich Corona. Zum anderen unser neues Konzept. Aber dazu wird euch Michael später noch mehr erzählen. Nur so viel, das neue Auto ist etwas anders, als ihr es gewohnt seid. Aber jetzt zu dem fast wichtigeren Part, unserem grandiosen Team. Neben Michael und mir unterstützen uns noch 10 weitere Teamleiter bei der Organisation und Strukturierung des gesamten Teams. Wir sind dabei in 9 Subteams unterteilt und bestehen aus ca. 90 Mitgliedern. Gerade am Anfang der Saison haben uns die Corona-Maßnahmen zu schaffen gemacht. Die Abstandsregelung und die fehlende Möglichkeit, uns bei persönlichen Treffen kennenzulernen, macht es uns nicht leicht, das Projekt zu starten und ein Team zu werden. Dennoch haben wir es geschafft, motiviert und engagiert in die neue Saison zu starten und Ihnen ein Auto präsentieren zu können. Dafür möchte ich mich bei euch, liebes Team, ganz herzlich bedanken, denn ohne euch wäre das ganze Projekt nicht möglich gewesen. Nichtsdestotrotz haben wir gleich zu Beginn mit dem Konzept und der Konstruktion unseres neuen Rennwagens gestartet. Wir nutzten Discord, Slack, TeamViewer und alles, was es uns sonst noch erleichtert hat, die Kommunikation so effektiv und transparent wie möglich zu gestalten. Aber auch dabei hatten wir Unterstützung. Unsere Alumni haben sich unsere neuen und innovativen Konzepte angeschaut und ihre Meinung dazu stets kundgegeben. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken, denn nur durch das Zusammenspiel aus unseren neuen Ideen und Ihrer Erfahrung ist es uns möglich, Ihnen am Samstag das neue Auto zu präsentieren. Die Fertigung des Autos ist im Dezember gestartet und mit der erneuten Schließung unserer Werkstätten hatten wir wirklich zu kämpfen. Aber mit einem geeigneten Konzept konnten wir Ende Januar unsere Werkstätten wieder öffnen und haben es geschafft, dass unser Auto heute so vor Ihnen steht. Natürlich wussten auch wir, dass bei Ihnen, liebe Sponsoren, die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigeht. Und trotzdem standen und stehen Sie immer bedingungslos an unserer Seite. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel uns das wert ist. Also auch hier nochmal, Dankeschön. Danke, dass Sie immer an uns glauben, uns auch spontan beiseite stehen, wenn etwas schief läuft und immer das Potenzial in uns sehen. So, jetzt will ich Sie aber nicht weiter von dem eigentlichen Grund abhalten, weswegen Sie das Video schauen. Nee, hier neben mir steht Michael Baumgartner. Michael ist der technische Leiter des XB021 und wird Ihnen jetzt einen groben Überblick über das Gesamtkonzept des XB021 geben. Die einzelnen Subteamleiter werden Ihnen danach in den nächsten Tagen die genaueren Details erklären. Damit verabschiede ich mich auch für heute und wünsche Ihnen viel Spaß dabei, den XB für sich zu entdecken. Danke, Verena, für die Einleitung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu den diesjährigen Rollout-Videos. Wie bereits angedeutet, sind wir dieses Jahr einen neuen Weg gegangen. Wir haben sozusagen aus den beiden Vorgängerjahren den EB020 und den DB020 zusammengefasst und haben daraus den XB021 entwickelt. Dies bedeutet, dass unser Fahrzeug nicht nur mit Fahrer, sondern auch ohne Fahrer wettbewerbsfähig ist. Durch die verkürzte Entwicklungsphase, da es erst spät im Jahr möglich war, die Fahrzeuge der letzten Saison fertigzustellen, wurde entschieden, die Geometrie des Chassis von letzten Jahr zu übernehmen. Der Fokus dieses Jahr wurde darauf gelegt, die autonomen Komponenten bestmöglich in das vorhandene Chassis zu integrieren. Dies resultierte in einem neuen Kühlkonzept, einem neuen Bremssystem und einer neuen autonomen Lenkung. Die größte Herausforderung bei der Integration der autonomen Komponenten war zum einen die Lenkung, welche leichtgängig für den Fahrer sein soll, aber auch über einen Motor angesteuert wird. Zweitens das Packaging, um alle zusätzlichen Komponenten in einem für einen EV-Wettbewerb ausgelegtes Chassis unterzubringen. Drittens die thermische Auslegung und die LV-Versorgung für die zusätzlichen Komponenten. Und viertens die Platzierung der Sensoren, welche sehr gute Messqualität bereitstellen müssen, aber auch die aerodynamische Performance des Fahrzeuges nicht verschlechtern soll.
Dies musste alles unter der Prämisse, das zusätzliche Gewicht so gering wie möglich zu halten, umgesetzt werden. Wie das unser Team geschafft hat, werden Sie in den nächsten Videos sehen. Das war's auch schon für heute und wir würden uns freuen, Ihnen morgen die Arbeiten aus dem Chassis und dem Aerodynamics Subteam zu erläutern.